Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5. Wir spielen heute wieder die Lüdenscheid-Modifikation, befinden uns hier auf der Brandstättkarte und spielen auf der Brandausbreitungsstufe Brandmeister. Genau, Atemschutzlogik ist natürlich auch wieder aktiv. Ja, heute die 400. Folge. Ist einfach nur krass. Irgendwie hätte ich niemals mit gerechnet, dass wir von diesem Projekt hier so viele Folgen auf dem Kanal letzten Endes haben werden. Und jetzt sind wir schon bei der 400 angekommen. Ja, Open End noch. Also ich weiß noch nicht, wann dieses Projekt auf dem Kanal hier endet. Und ich wollte mich an dieser Stelle hier einfach jetzt mal bei den Modifikationsentwickler bedanken, weil es ist ja jetzt nicht nur 400 Folgen, auch Lüdenscheid-Modifikation. Wir hatten ja auch hier die Bieberfelde-Modifikation mal kurze Zeit. Wir hatten auch die Wuppertal-Modifikation. Und auch die City of Beaverfield Modifikation hatten wir auch hier auf dem Kanal gehabt und ja, größtenteils aber die Lüdenscheid Modifikation. Und ja, ich wollte mich einfach mal bei allen Entwicklern für die wundervolle Arbeit bedanken und natürlich auch bei euch Zuschauern fürs immer fleißige Zuschauen, fürs fleißige Video teilen und natürlich liken, kommentieren und so weiter. Es ist immer noch eins der Projekte auf dem Kanal, die hier am besten laufen. Ja, jedes Emergency-Video hat immer jeden Tag die meisten Views und es ist einfach Wahnsinn. Also vielen Dank auf jeden Fall auch an euch Zuschauer, dass ihr dieses Projekt so toll hier unterstützt. Und ja, ich würde sagen, 400. Folge, ich habe es ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir hier erstmal kein Spezial machen, weil ich halt leider immer noch leicht verschnupft bin. Ist zwar jetzt nicht mehr so schlimm wie die letzten Tage, aber ich habe einfach keinen Kopf dazu gehabt, mir jetzt hier Gedanken zu machen oder hier körperlich in der Lage war, hier lange dann aufzunehmen, falls ich halt eine längere Folge machen sollte. Und das holen wir dann einfach irgendwann nach mit der 400. Folge. Wir werden heute einfach eine normale Chaos-Folge machen. Wir gehen einfach auf Einsatzstufe 3, würde ich sagen. Und ja, legen dann auch langsam los, würde ich sagen. Genau, Einsatzstopp gerade mal entfernt. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal, dass ihr alle so toll dieses Projekt unterstützt. Vielen Dank an die ganzen Mod-Entwickler, die dieses Spiel so toll umwerkeln, sagen wir es mal so. Ja, auf weitere 400 Folgen, würde ich sagen, oder? Ist einfach wirklich verrückt, 400 Folgen. Krass, einfach Wahnsinn. Verkehrsunfall. Einfach Wahnsinn. So, da haben wir den ersten Einsatz reinbekommen. Ein TH1 VU mit PKW. Da schicken wir gerade einfach erstmal die Feuerwehr los, würde ich sagen. Und ja, ich denke mal, ein Fahrzeug würde reichen jetzt hier in dem Fall. Es sind zwei Fahrzeuge, beide brennen. Ist natürlich nicht ganz so geil, wenn beide brennen. Komm, wir tun doch nochmal was Zweites rausschicken. So, nochmal hier ein HLF aus der Wache 23, wobei ich jetzt wieder nicht verstehen würde, warum wir aus der 23 noch ein Fahrzeug rausschicken. Schicken wir noch aus der Wache 2 nochmal ein weiteres Fahrzeug raus, diesmal ein LF. Kann sich aufs Löschen hauptsächlich konzentrieren, das HLF dann halt aufs Rausschneiden. Dann würde ich hier gerne noch die Polizei mit hinschicken, weil wir haben hier eine große Kreuzung, dass wir hier vielleicht mal absperren. Hier kann dann die Feuerwehr zumachen, hier drüben, das ist gerade erstmal nicht so wichtig. Was wir noch brauchen, sind auf jeden Fall zwei Rettungswagen und beide Fahrzeuge brennen jetzt hier. In dem Fall würde ich sagen, schicken wir auch zwei NEFs einfach mal mit raus. Parken wir jetzt einfach mal hier in der Straße, da kann ja jetzt eh gerade keiner entlangfahren. Hier haben wir noch zwei Gaffer, die leider so ein bisschen dann hier mich ablenken und stören, wenn ich hier die Leute befreie. Ich kann immer noch nicht hundertprozentig reden. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt durch den Schnupfen, aber das kriegen wir schon irgendwie auf die Kette. Aber es ist schon echt einiges besser geworden. So, dann haben wir hier einen Kreislaufkollaps. Schicken wir einen Rettungswagen los. Den würde ich jetzt einfach mal hier hinstellen. Dann können die Autos nämlich weiter durch den Kreisel fahren. Hier haben wir eine unklare Rauchentwicklung. Und die unklare Rauchentwicklung ist jetzt schon ein bestätigter Brand. Ich würde sagen, wir schicken hier einfach mal B1 raus erstmal. Ja, ich muss mal schauen, wie ich hier parke. Ein HLF, LF Katz. Ich glaube aber, dass wir hier einiges mehr brauchen. Aber das sehen wir dann. So, wir haben hier drüben einen Zeugen stehen, der hat bestimmt die Feuerwehr gerufen. Genau, ich höre es auch schon hier. Beziehungsweise eben hat man ganz kurz gehört, wie sich das Feuer weiter ausbreitet. Ich schicke nochmal weitere Fahrzeuge raus. Komm, hier nochmal ein Fahrzeug, da nochmal ein Fahrzeug, dass wir auch hier was hinstellen können. Und vielleicht können wir so das Feuer dann in Schach halten. Das sehen wir aber dann. Ja, wir haben noch einen... Oh, Verkehrsunfall hier direkt an der Polizeiwache.
Kreislaufkollaps. Das ist natürlich jetzt wieder eine Sache hier für sich. Da haben wir hier einen Verkehrsunfall wieder mit einem Fahrrad direkt an der Polizeistation. Wie gesagt, einer wollte hier anscheinend in den Parkplatz reinfahren von der Polizei. Ja, wie hier die Fahrradfahrerin dann gestürzt ist, keine Ahnung. Aber gut, wir können auf jeden Fall mit der Polizei hier gleich erste Hilfe leisten. Schicken hier auch nochmal ein HLF raus, weil wir wahrscheinlich hier Leute noch rausschneiden müssen. Und wir schicken zwei Rettungswagen, beziehungsweise ich würde mal drei hier hinschicken plus ein NEF. Und dann haben wir hier auch wieder abgesperrt. So, ups, habe ich das NEF vergessen loszuschicken. Kleinen Moment, schicken wir auch direkt mal los. So, ist auf dem Weg. Polizei macht jetzt gerade mal erste Hilfe. Und hier auf der anderen Seite stellen wir mal jemand hin, der die Spur mal dicht macht. Und hier brauchen wir noch die Polizei. Oder nee, die habe ich auch schon hingeschickt. Sehr schön. Dann schauen wir gerade mal nach dem Verkehrsunfall. Wir fangen jetzt erstmal an, hier so schnell wie möglich zu löschen. Hier leite ich den Verkehr gerade mal um. Hier habe ich ja, glaube ich, schon der Polizei gesagt, Verkehr umleiten. Genau. So, also beide erstmal hier Schnellangriff, erstmal das Feuer so gut wie möglich unter Kontrolle kriegen und dann befreien wir die Person. Hier mit der Polizei würde ich mich jetzt gerade mal schnell um die Gaffer kümmern. So, Hydrant hätten wir da hinten, könnte man dran. Verteiler setzen wir hier nochmal, damit wir so schnell wie möglich ablöschen. Und hier steht auch schon Rettungswagen bereit. Hier habe ich das erste Feuerwehrfahrzeug gehört. Gut, mit dem fahren wir nochmal 2 Meter weiter vor. Okay, es sind mehr Meter. Und ja, Atemschutz lassen wir erstmal weg. Atemschutz lassen wir erstmal weg. Hier haben wir einen großen Hydranten. Hier drüben breitet sich schon weiter aus, auch in Richtung Autobahn. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich das hier vielleicht noch abfangen kann, wenn ein anderes Fahrzeug noch eintrifft. Bevor es noch schlimmer wird. Keine Ahnung, ob das noch machbar ist. Sehen wir dann. Ich wollte aber jetzt hier nicht mit dem Verteiler nach hier hinten hinlaufen, weil ich habe dann Angst, dass irgendwie die Feuerfahrzeuge bei ihrem Weg oder bei der Wegsuche ein bisschen behindert werden. Und das wollen wir ja nicht. So. Hier lasse ich jetzt auch mal alle aussteigen. Hier kann der Gruppenführer vom LF wenigstens mal in die Fahrzeuge mit reinschauen. Und hier, denjenigen können wir eigentlich gerade mal sagen, hier, nehmen wir mal das Bindemittel. Na, Bindemittel, dort haben wir es. Und fang schon mal an, hier ein bisschen Ordnung zu schaffen. Beziehungsweise schon mal hier den Ölfleck abzubinden. Ich weiß jetzt nicht, müssen wir auch ein Leck abdichten. Sieht nicht so aus. Und da hinten sehe ich gerade, ist der Hydrant kaputt gegangen. Ja, seit der letzten oder vorletzten Folge geht es hier irgendwie wieder los mit den Hydranten, die kaputt gehen. Die ganze Zeit ging es eigentlich. Aber jetzt gehen wieder ganz viele Hydranten irgendwie kaputt. So, dann laden wir hier auf. Genau, da steht jetzt ein weiteres Feuerfahrzeug hier hinten auch. Gut, also bauen wir hier ganz schnell auf, so dass wir das Feuer hier abfangen können und gehen hier nochmal an den Hydranten dran. Das eine Feuerwehrfahrzeug wird jetzt gleich, ups, mitten in den Flammen parken leider. Au. Da haben wir sogar 4 Personen. Dann brauchen wir nochmal 2 Rettungswagen mehr. Machen wir hier mal dicht, da mal dicht. Hier staut sich das jetzt gerade so ein bisschen. Aber kein Thema, hier die Fahrzeuge quetschen sich doch noch an dem Feuerwehrfahrzeug vorbei. Naja, gut. Nicht so wild alles. Rettungswagen schicken wir gerade mal hier weg. Und dann haben wir noch einen Kreislaufkollaps reinbekommen. Da musste ich gerade mal ein bisschen scrollen. Da schicken wir auf jeden Fall auch mal einen Rettungswagen los. Und hier, das sieht auch gar nicht so gesund aus. Feuerwehr ist auf jeden Fall auch schon vor Ort. Gut, ich muss mal gerade hier nach der unklaren Rauchentwicklung gucken, dass das hier nicht außer Kontrolle gerät. Das ist gerade hier meine größte Angst, weil man sieht schon, die Bäume brennen schon an der Stelle, wo ich eigentlich die Flammen abfangen wollte. Das ist nicht ganz so schön. So. Wir überlegen, ob wir hier mit dem Verteiler hingehen. Das machen wir auch so. Wasser holen wir uns auch aus dem Fahrzeug. Ja, mit der Truppe hier habe ich jetzt ein bisschen Angst, wenn ich aussteige, dass es denen zu heiß wird. Also hier ziehen wir auf jeden Fall mal Atemschutz an. Wir sind mitten im Rauch. Der arme Lack vom Fahrzeug. Auch ein bisschen leiden. So. Dann Verteiler wird gesetzt. Da sind sie jetzt zu dritt dran. Okay, der eine Feuermann versteckt sich dahinter so ein bisschen. Da sind die auch zu dritt dran. Sehr schön, Polizei ist ja auch schon eingetroffen. Gut, schauen wir gerade nochmal hier nach dem Verkehrsunfall. Da haben wir die erste Person befreit. Dann machen wir hier gerade mal weiter. So, da haben wir noch einen Zeugen. Hab ich vorher gar nicht gesehen, aber jetzt eben gerade erst wahrgenommen. So, Kreislaufkollaps machen wir zu. Hier, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben auch die Flammen wieder so ein bisschen mehr zurückgedrängt.
sieht nach einem positiven Verlauf aus hier. So, mit der Polizei befragen wir gerade mal den Zeugen. Dann springen wir wieder zu dem nächsten Verkehrsunfall. Oh, hier brauchen wir wirklich einen Notarzt. Kein Sunny. So, wir schauen jetzt erstmal hier in das Fahrzeug rein, dann in das nächste und dann müssen wir die Person da natürlich noch befreien. So, ich habe es irgendwo piepsen gehört. Das wird wahrscheinlich bei dem anderen Verkehrsunfall sein, dass wir da einen Notarzt brauchen. Genauso ist es auch. So, hier schneiden wir weiter raus. Betriebsstoffe sind abgebunden. Leck müssen wir nicht abdichten. Ich würde das LF jetzt einfach wegschicken. Ja, brauchen wir jetzt gerade hier an der Stelle nicht mehr. Was wir hier noch brauchen, sind zwei Abschlepper. Könnte man auch schon mal losschicken. Können wir von mir aus auch hier parken erstmal. Der Stördienst ist auch mittlerweile eingetroffen. Dann können wir hier den Hydranten gerade mal reparieren. Und dann springen wir wieder zum nächsten Einsatz. Genau. So, hier haben wir gerade einen Verkehrsunfall noch offen. Da muss eine Person rausgeschnitten werden. Gut, dann gehen wir zum Kreislaufkollaps. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Das heißt, wir können jetzt eigentlich zu dem anderen Brand springen. Warum laufen die noch so durch die Gegend? Keine Ahnung. Und können hier die Feuerwehr wegschicken, weil hier haben wir das Feuer gelöscht. Und die Polizei können wir auch wegschicken. Was wir jetzt zum Beginn der Folge noch nicht gemacht haben, ist hier Polizei auf Streife schicken. Das machen wir jetzt einfach an der Stelle gerade nochmal. So, dann haben wir auch ein bisschen Polizei hier unterwegs. Genau, die fahren jetzt alle hier los. Fahren erstmal bei dem Verkehrsunfall rein. Und sehe ich da gerade richtig? Er muss dekontaminiert werden, hä? Entweder stehe ich gerade auf dem Schlauch oder der muss wirklich dekontaminiert werden. Irgendwas ist mit ihm. Okay. Aber warum? Na gut, ich habe das Dekon jetzt mal losgeschickt. Probieren wir es einfach mal. Ich wüsste jetzt nicht, was ich mit ihm sonst anfangen soll. Ich kann nichts machen. Na gut, da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt ausgeht. So, wir haben hier ja zwei Fahrzeuge betroffen. Ich würde jetzt auch schon mal zwei Abschlepper hier hinschicken, dass wir das auch schon mal am Laufen haben. Und hier muss noch, ups, eine Person rausgeschnitten werden. So, da können wir schon mal ran. Dann können wir hier schon mal ran. Die erste Person ist schon transportfähig. Die nächste Person ist befreit. Okay. So, und der Rettungswagen hat auch nichts zu tun. Gut, dann passt das hier. So, hier laden wir gerade mal auf. Eddie, gebrochenes Bein. Gebrochenes Bein kam noch rein. Oh, reimt sich wieder. Jetzt wird wieder gereimt. Nee, Eddie, gebrochenes Bein. So, Rettungswagen ist auf dem Weg. Ich habe es wieder piepsen gehört. Brauchen wir wieder einen Notarzt irgendwo? Genau hier. Na, ich hoffe mal, dass meine Notärzte ausreichen. Ah, da sind wieder Personen übereinander gelagert. Okay. Beziehungsweise hier hatte ich eben gerade schon jemanden hingeschickt. Ja, aber ich komme da nicht dran. Oh. Das sieht mir aus wie eine verstorbene Person, wie ein verstorbenes Kind. Ja, tatsächlich. Aber so langsam waren wir doch jetzt gar nicht. Krass. Aber gut, das war ein Unfall, wo Fahrzeuge gebrannt haben. Da kann das schon passieren, dass Person verstirbt. So ärgerlich es ist, gerade auch, weil es das Kind erwischt hat. Aber gut, wir können da jetzt nichts machen. Es ist so, wie es ist. Gut, bei ihm bin ich immer noch ein bisschen überfragt, ob wir wirklich das Dekon brauchen. Aber gut. So, wir springen nochmal hier hin zurück. Bestatter ist auf jeden Fall auf dem Weg, dass wir die Person da so schnell wie möglich auch wegbekommen. Hier brauchen wir ja einen Notarzt. Da schicken wir gerade mal hier einen rein. Dann können die nämlich aufbrechen. Hier können aufladen. Einen Rettungswagen brauchen wir jetzt nicht. Ja, das hat sich ja leider erledigt. Und ja, sobald wir die Person hier weg haben, schleppen wir ab und dann sind wir hier auch bald mit durch. So, Dekon ist da. Ich bin aber wirklich ein bisschen verwirrt gerade, warum halt er betroffen ist.
Also, dass er dekontaminiert werden muss. Ich glaube, den Fall hatte ich noch nicht, ohne dass es ein Chemieeinsatz war. Aber gut, ist auf jeden Fall mal was anderes. Ist auf jeden Fall mal was anderes. So, wir hatten hier noch ein... Ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Das ist so ein Fake News. Hier hatten wir ein B1 reinbekommen, Heimrauchmelder. BEMA ausgelöst, alarmieren wir da einfach mal. Zack, sind auf dem Weg. Falls es da wirklich brennen sollte, brauchen wir ein paar mehr Einheiten. Das steht auf jeden Fall fest. So. Die können also aufbrechen. Hier laden wir auf. Bestatter steht auch schon da, sehe ich gerade. Ist halt der Großraumbestatter, den hätten wir jetzt hier nicht so unbedingt gebraucht, aber gut. Ist halt der, der am nächstgelegensten dran war hier an der Einsatzstelle. So, dann haben wir hier gleich die Situation geklärt. Straße wieder frei. Hier, die Person wurde jetzt tatsächlich dekontaminiert. Komm, leg die Person doch einfach jetzt mal ab. Wie wär's denn damit? Dann kann ich mich nämlich mal drum kümmern. So, schauen wir mal gerade hier bitte nach der Person. Brauchen wir noch die Stadtreinigung. Das Fahrrad muss ja auch noch weggebracht werden. Die Abschlepper treffen auch gerade ein. Das Dekon können wir eigentlich wieder wegschicken. War jetzt wirklich nur bei der einen Person so. Ich habe keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Aber gut. So ist es halt. So, hier laden wir gerade mal auf. Hier bereiten wir uns vor. Mit dem KDOW können wir gerade mal nachschauen, bestätigt der Brand oder nicht. Und ich baue einfach hier schon mal sicherheitshalber was auf. Man weiß ja nie. Kann Fehlalarm sein, muss aber nicht. Wenn wir noch einen Kreislaufkollaps reinbekommen, okay. Schicken wir einen Rettungswagen los. Braunes Bein kann losfahren. Oh, verdammt. Das geht tödlich aus. Das geht tödlich aus. Ich frage mich gerade, ob ich mich bei den Rettungswagen verzählt habe. Ah, hier in dem einen Fahrzeug waren, glaube ich, 2 Personen drin. Deswegen. Ich hatte 3 Rettungswagen rausgeschickt, ein Fahrzeug oder 2 Fahrzeuge, ein Fahrrad. Und, ja, insgesamt waren es 4 verletzte Personen. Ich hatte, glaube ich, noch 3 Rettungswagen da oder so. So, hier brauchen wir noch die Polizei. Es war ein Fehlalarm. Boah, da versterben mir heute lauter Personen hier in der Folge. Man merkt, ich bin nicht fit. Naja. Gut, wie gesagt, kann ja nicht immer klappen. Notarzt ist gleich schon da, oder? Nee, das ist der Rettungswagen. Wo ist denn der Notarzt? Ist der weit weg? Ist der Hubschrauber schneller, dass wir da noch eine Möglichkeit haben? Ups. Es kann gerade kein Hubschrauber fliegen, deswegen würde der ITW kommen. Da hatte ich gar keine andere Wahl jetzt. Wo ist der Notarzt? Der hier. Habe ich wirklich keinen näher verfügbar. Wache 2. Er ist auch weit weg. Er ist aber einsatzbereit über Funk. Wo steht er denn? Nicht hier. Keine Ahnung wo. Das ist natürlich ärgerlich. Naja. Was haben wir hier nochmal? Innere Blutung. Notarzt begleitet. So, hier haben wir die Polizei. Kreislaufkollaps. Da ist der Rettungswagen auch schon vor Ort. Eieieiei. Gut. Lassen wir uns nicht unterkriegen. Hier laden wir schon mal die eine Person auf. TH1, Verkehrsunfall mit LKW. Heute ist der Tag der Verkehrsunfälle. Heute ist der Tag der Verkehrsunfälle. Verkehrsunfall mit LKW. Ich schicke mal 2 HLFs raus. Einmal hier, einmal hier. Auf jeden Fall auch 2 Polizeiwagen. Einmal hier, einmal hier. Muss auf jeden Fall irgendwas hier an der Kreuzung sein. Was genau hier Sache ist, weiß ich noch nicht. Sehen wir dann gleich. Rettungswagen plus NEF erstmal einmal rausgeschickt. Das müssen wir dann gleich vielleicht noch anpassen. NEF ist jetzt gleich da. Vielleicht kriegen wir die Person noch durch. Aber ich denke mal, direkt während wir wechseln, wird die Person versterben, weil das ist halt wirklich nur noch ein kleines Millimeterchen. Das ist halt mies. So, wir fangen jetzt schon mal an abzuschleppen, dass wir diesen Einsatz auch abgearbeitet haben.
Ich bin gespannt, ob wir die Person noch durchkriegen. Würde mich sehr freuen, wenn. Aber ich bezweifle es noch ein bisschen. So, hier schicken wir auch Polizei weg. Ein Stördienst kann weg. Hier, die können losfahren. Gut, dann sind wir damit durch. Polizei können wir auch noch wegschicken. Machen wir hier zu. Fertig. Gut. Oh, wir kriegen die Person durch. Wir kriegen die Person durch. Sehr cool. Aber wer von euch hat mit gerechnet, dass wir da eine chemische Kontamination haben bei der Person? Also ich persönlich nicht. Das hat der Person fast das Leben gekostet. War ultra knapp. Aber ich habe nicht damit gerechnet. Das war ja an sich nur ein stinknormaler Verkehrsunfall. Aber dann da halt doch irgendwie nicht. Aber finde ich so ganz spannend eigentlich. So, du musst mal auf die Spur. Ist, glaube ich, besser, wenn wir hier stehen. Leiten wir hier um. So, wir könnten hier schon Abschlepper rufen. Das machen wir noch nicht. Erstmal hier ums Wichtige kümmern. Schauen, wie viele Personen verletzt sind. Ich würde hier jetzt nochmal 2 weitere Rettungswagen rausschicken. 2 NEFs. So, hier hinten haben wir noch einen Zeugen. Da haben wir noch 2 Zeugen. Wir haben jetzt noch ein gebrochenes Bein reinbekommen. Schicken wir einen Rettungswagen raus. Ist auf dem Weg. Springen wir nochmal zu dem Einsatz zurück. Wir haben wirklich die Person durchbekommen. Das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Also, kann sein, dass wir hier vielleicht jetzt gleich nochmal einen Rettungshubschrauber brauchen oder so. Oder den ITW halt. Nebel ist ja mittlerweile verzogen. Also, könnte auch vielleicht der Hubschrauber dann da hinkommen. Sehen wir dann. Also, da haben wir eine Person. Hier haben wir 2 Personen. Wie viel haben wir da? Hier haben wir einen Zeugen befragt. Oh, Amokläufer. Das ist natürlich nicht so cool. Da brauchen wir auf jeden Fall auch die Feuerwehr. Ich hoffe, die Polizei ist jetzt extrem schnell hier. Nicht, dass wir da Probleme bekommen. Also er hat schon 2 Fahrzeuge angezündet. Ich höre schon die Polizei. Hier müssen wir jetzt gerade erstmal dabei bleiben. Ich habe die Befürchtung, der wird gleich auf meine Leute schießen. Deswegen machen wir gerade Trick 17. Schicken einfach als Opfer das Polizeifahrzeug hin. Aber er schießt gerade nicht. Er schießt gerade nicht. Okay. Okay. Festgenommen. Sehr schön. Okay. Wir haben es geschafft. Recht schnell. So, Notarzt haben wir am Start. Sehr schön. Gut. Wir haben 4 verletzte Personen. Ich habe 3 Rettungswagen da. Wir brauchen nochmal einen mehr. Rettungswagen. So, park mal hier. Sonst brauchen wir dann 1, 2, 3, 4, 5 Abschlepper. Würde ich jetzt einfach hier mal in Kette auf die Straße hier schicken. So, wie machen wir weiter? Da sind wir jetzt gleich durch. Notarzt ist schon im Rettungswagen drin. Hoffe, die können fahren. Kann, wie gesagt, sein, dass wir da einen Hubschrauber brauchen. Sehen wir aber dann. Ihr Kollege, bitte mal Warnweste anziehen. Dankeschön. So, da haben wir die nächste Person befreit. Können wir auch mal loslegen hier mit dem Rettungsdienst. So, so, so. Bei der einen Person können wir vielleicht mal einen Feuerwehrmann hinschicken. Dann sehen wir schon mal, was die Person hat. Ich weiß, ich habe hier Notärzte zur Verfügung. Ich will aber erstmal abchecken, ob wir die Notärzte brauchen oder nicht. Kann ja sein, dass wir die gar nicht brauchen. Dann können wir die nämlich direkt schon mal wegschicken. Was haben wir hier? Schockzustand. Gut. Also Notarzt hier, Notarzt da und Notarzt da. So. Jetzt zeigt sich bei der letzten Person noch, ob wir Notarzt brauchen oder nicht. Kann sein, dass wir nochmal einen nachfordern müssen sogar. Habe ich jetzt nicht so ganz mit gerechnet, dass das so endet. Gut. Feuerwehr ist hier immer noch auf der Anfahrt. Das ist natürlich schlecht. Ich habe nämlich Angst, dass sich das auf das Gebäude ausbreitet. Was wir hier dann aber auch auf jeden Fall brauchen, sind 3 Abschlepper, habe ich auch jetzt schon mal losgeschickt. Sind schon mal unterwegs. So, hier, die sind losgefahren im Rettungswagen. Sehr schön, dann können wir den einen Einsatz zumachen. Wir brauchen hier wirklich nochmal einen Notarzt. Also haben wir hier 4 Notärzte jetzt gleich im Einsatz. Cool, krass.
Müssen wir Leck abdichten oder so? Nö. B0, Kleinbrand. B0, Kleinbrand kommt gerade noch rein. Schicken wir mal ein Fahrzeug raus. Ich hoffe mal, dass wir mit einem Fahrzeug hier zurechtkommen. Ich habe das Fahrzeug außerdem hier in das Gebäude reingeschickt, aber das parkt ja dann irgendwo in der Nähe. Das wird schon passen. So, hier haben wir wieder die schöne Unterhaltung am Laufen. Die können hier auch schon mal aufladen. Feuerwehr brauchen wir an sich nicht mehr. Gut, okay. Oh, Feuerwehr ist da. Dann mal ran an die Arbeit und hier genauso, so dass wir das so schnell wie möglich gelöscht bekommen. So, springen wir wieder dahin zurück. So, ich schicke jetzt erstmal einen anderen Notarzt da dran. Bis der andere dann irgendwann mal eintrifft. Ah, da ist er schon. Okay, gut, dann kann der ja irgendwo mal einsteigen dann und mitfahren. So, ich würde jetzt hier schon mal den Auflieger mitnehmen. Dann haben wir den schon mal weg. Wir könnten den Container auch schon mal aufladen. Hier hinten ist eigentlich auch kein Patient mehr, können wir auch schon mal aufladen. Also hier so nach und nach Ordnung reinbekommen. Und genau. Ansonsten, da brauchen wir einen Notarzt, da kann er eigentlich, ja, er kann mit, ist näher dran. Hier habe ich noch einen Notarzt rumstehen. Muss mal schauen, hier brauchen wir noch einen, da kann er mal mitfahren. Können wir jetzt nochmal ein paar mehr Verteiler dran, beziehungsweise ein paar mehr Leute an den Verteiler dran schicken. Dann haben wir hier noch eine TH1 Türöffnung. Ich würde dann aber auch schon mal den Einsatzstopp wieder reinmachen. Oh, sind hier direkt mit der Polizei noch nebenan. Ach, das ist hier bei dem BMA-Alarm. Okay. Weil bis wir das alles abgearbeitet haben, sind wir wahrscheinlich bei 40 Minuten, denke ich mal. Wir haben noch einiges zu tun. So, springen wir mal nochmal dorthin. Also, gebrochenes Bein können wir auf jeden Fall schon mal zumachen. Hier, die können wir auch schon mal losschicken. Wir können hier den LKW schon mal aufladen. Dann habe ich noch einen Abschlepper da, der kann das Fahrzeug mal aufnehmen. Sehr schön. Die können wir Richtung Krankenhaus schicken und die hier auch. Ja, wie gesagt, dann eine richtige Spezialfolge machen wir dann demnächst irgendwann mal. Sobald ich wieder auch richtig fit bin und dann schauen wir mal, was wir da machen. Wie gesagt, falls ihr da Vorschläge habt oder Wünsche habt, was mal so eine Spezialfolge reinpassen würde, dann sagt einfach mal Bescheid. Muss gerade mal ganz kurz pausieren, bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Musste nur mal ganz kurz ans Handy dran gehen. Ja, also hier, soweit, sieht's eigentlich ganz gut aus. Wir laden jetzt hier auch noch die eine Person auf. Die sieht man gerade gar nicht mehr, weil der Abschlepper wieder das Auto auf die Person gelegt hat. Aber gut. Hier brauchen wir noch einen Notarzt. Den habe ich ja hier noch übrig. Dann kann der gerade mal dort einsteigen. Hier bei der Türöffnung ist die Feuerwehr gerade auf dem Weg. Polizei lasse ich einfach mal da, falls wir die Tür wieder abschließen müssen, was wir wahrscheinlich machen müssen. Wir schicken auch mal Rettungswagen plus NER 4 hin. Ich weiß nicht genau, was hier Sache ist. Ja, ob wir eine schwer verletzte Person haben oder leicht verletzt. Sehen wir dann gleich. Den Rettungswagen schicken wir gerade mal los. Und hier die Polizei schicken wir auf Streife. Die lassen wir dann auch mal loslaufen. Und Notarzt fährt hier auch noch mit. Die Polizei schicken wir auch mal los. Und ja, dann sind wir hier soweit auch eigentlich durch. Dann können wir hier nochmal schauen. Da hat die Feuerwehr die ganzen Fahrzeuge abgelöscht. Die Abschlepper stehen auch schon hier in Reihe und Glied. Können wir auch direkt mal an die Arbeit schicken. So, dann sind wir damit auch fast durch eigentlich. Schauen wir gerade nochmal hier. Stimmt, da hat die Feuerwehr ja so ein bisschen unschön geparkt. Die parken wir gerade nochmal um. Ist zwar auch unschön, aber ich glaube, das könnte okay sein da. Ich habe gerade nur Angst, weil ich hier sehe, dass sogar der große Baum da schon brennt und so weiter, dass sich das weiter ausbreitet, als ich eigentlich möchte. Deswegen, also der brennt anscheinend schon, so wie es aussieht, oder? Er flackert auf jeden Fall, kann nur sein, dass das einfach nur von dem Gebüsch da so wirkt. So. Tun wir da einfach mal aufbauen. Sind die da fleißig am Rumrennen und sind beschäftigt. Hier ist die Feuerwehr eingetroffen. Da müssen wir jetzt mal die Tür öffnen. Gehen wir hier auf das Werkzeug drauf, nehmen die Tasche.
Und dann machen wir hier auf. So. Polizei, wie gesagt, lasse ich jetzt gerade mal hier drüben stehen. Brauchen wir vielleicht noch zum Tür verschließen. Gut, also hier, die fangen an zu löschen. Der Baum brennt noch nicht. Das ist schön. Noch nicht. Kann sich aber alles ändern. Aber ich glaube, wir kriegen das recht schnell abgelöscht. Wenn das jetzt so schnell gelöscht war, dann wird der Baum wahrscheinlich auch schnell gelöscht sein. Und dann haben wir hier noch, nur noch die Müllsäcke. Ich glaube, da kann ich hier das ein oder andere Fahrzeug schon wieder wegschicken. Und ich denke mal, das kann wahrscheinlich auch wieder zurückfahren. Das sehen wir dann. Haben wir sonst noch irgendwo Feuerwehrfahrzeuge rumstehen, die wir nicht weggeschickt haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben recht ordentlich gearbeitet. Jo, sieht fast so aus. Gut, da ist die Person. Haben wir befreit. Sehen wir jetzt gleich, ob wir einen Notarzt brauchen oder nicht. Feuerwehr kann an der Stelle schon mal weg. Die Polizei kann hier die Tür zumachen. Und dann sind wir damit auch fast durch. Schau gerade nochmal hier nach dem B0. Okay, Baum ist auch schon gelöscht. Jetzt nur noch die Müllsäcke übrig. Kann sein, dass sie damit nicht zurechtkommen, weil sich das vielleicht immer hier gegenseitig wieder entzündet. Aber das sehen wir auch gleich. Feuerwehr ist jetzt ausgerückt. Ich lasse das Fahrzeug nochmal hierher fahren, die Richtung auf jeden Fall. Und dann sehen wir ja gleich, ob sie mit klarkommen oder nicht. Gerade ist es nur noch eine einzige Stelle, die brennt. Okay, die haben es geschafft. Dann hier Einsatz, Anfahrt abbrechen. Hier zusammenpacken, dann sind wir damit auch durch. Hier haben wir jetzt keinen Notarzt gebraucht, schicken wir den Rettungswagen auch weg, Polizei schicken wir auf Streife. Und ja, dann haben wir, glaube ich, hier gleich alles geschafft. Wir können hier nochmal schauen, da hat der Notarzt noch gefehlt, schicken wir jetzt mal los. Beziehungsweise der ist jetzt schon im Fahrzeug drinne gewesen. Aber die Sandys waren schneller im Rettungswagen und deswegen sind die dann nicht mehr losgefahren, nachdem der Notarzt eingestiegen ist. Die haben jetzt nochmal so einen kleinen Schubser gebraucht. Hier ist hoffentlich alles abgeschleppt worden. Genau sieht so aus, wenn die Kamera hierher zoomt. Und die nehmen jetzt hier den Patienten auf oder die Patientin. Gut. Lassen wir die Zeit einfach mal ein bisschen schneller laufen. Dann hier einsteigen in den Rettungswagen. Und da hat es bis auf ein verstorbenes Kind eigentlich hier ganz gut geklappt in der, in Anführungszeichen, Chaosfolge. Eine richtige Chaosfolge ist es nicht, war einfach jetzt mal so eine erhöhte Einsatzstufe mal wieder. Man weiß halt nie so genau, gerade wenn du halt auf der großen Einsatzstufe, Brandausbreitungsstufe spielst. Kann sogar schon Stufe 2 so schlimm werden, dass die halbe Stadt brennt. Also Stufe 3 ist da schon ein großes Risiko. Wenn du da 2, 3 große Brände reinbekommst, gehen die tatsächlich die Feuerwehrfahrzeuge aus, weil das sich so schnell ausbreitet, dass du gar nichts mehr dagegen machen kannst. Ist immer so ein Risiko, da weiß man nicht so genau, ja, spielt man jetzt lieber auf der 3, auf der 4, auf der 5 oder auf der 2. Kann bei 2 schon fast schief gehen, kann bei der 3 schief gehen. 4 wahrscheinlich geht's. Oder geht es zu großer Wahrscheinlichkeit schief. Und es macht halt auch irgendwie keinen Spaß, wenn man auf eine Einsatzstufe dann geht, wo man weiß, okay, man schafft es überhaupt nicht mehr und es werden ganz viele Leute sterben und die halbe Stadt wird abbrennen. Das macht dann auch keinen Spaß. Deswegen glaube ich, mit Einsatzstufe 3 auf der Brandausbreitungsstufe Brandmeister ist ganz okay. Na gut. Rettungswagen müsste auf dem Weg sein in Richtung Krankenhaus. Gab jetzt hier keine schlimme Verletzung. Deswegen sind die ohne Blaulicht hier hingefahren wahrscheinlich. Und ja, hier stehen noch ein paar Fahrzeuge und steht noch ein Rettungswagen. Und ansonsten haben wir alles abgearbeitet. Ja, ich hoffe, dass euch diese Folge hier gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über Like freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren, gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde dem Kanal sehr weiterhelfen und dir Vorteile verschaffen. Und ja, falls ihr auf der Suche seid nach günstigen Spielen, schaut mal in die Videobeschreibung. Dort ist ein Affiliate-Link, der führt euch zu Instant Gaming. Dort könnt ihr euch günstig und legal Spiele kaufen. Und wenn ihr das über diesen Link macht, unterstützt ihr auch den Kanal. Für euch kosten die Spiele trotzdem nicht mehr. Ja, dann vielen Dank für die Unterstützung, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Euer Tommy. Tschüss.